Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede unseres Herrn Jesus, der für uns Mensch geworden ist, sei mit uns. Und mit deinem Geiste. Im Gottvertrauen wollen wir das neue Jahr 2022 antreten. Liebe Schwestern und Brüder, am Beginn des neuen Jahres feiern wir das Fest der Gottesmutter Maria. Für jeden Augenblick unseres Lebens gilt, dass der Herr mit uns ist. Maria hat das erfahren. Sie vertraute Gott und durfte ein Leben lang seinen Schutz und seine Hilfe erfahren. Ihre Erfahrung, dass Gott sie nicht im Stich lässt, soll auch uns jeden Tag des neuen Jahres und im ganzen Leben zuteil werden, indem wir auf die Kraft und den Segen Gottes bauen. Wenden wir uns dem Herrn zu und bitten wir ihn um sein Erbarmen. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten.
Barmherziger Gott, durch die Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria hast du der Menschheit das ewige Heil geschenkt. Lass uns immer und überall die Fürbitte der gnadenvollen Mutter erfahren, die uns den Urheber des Lebens geboren hat, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Numeri. Der Herr sprach zu Mose: Sag zu Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, und ich werde sie segnen. Wort des lebendigen Gottes. Das Wort wurde Fleisch und wohnte bei uns. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse über uns sein Angesicht leuchten, damit auf Erden sein Weg erkannt wird und unter allen Völkern sein Heil. Die Nationen sollen sich freuen und jubeln, denn du richtest den Erdkreis gerecht. Du regierst die Völker nach Recht und regierst die Nationen auf Erden. Die Völker sollen dir danken, o Gott, danken sollen dir die Völker alle. Es segne uns Gott, alle Welt fürchte und ehre ihn. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Schwester und Brüder, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz,
den Geist, der ruft, Abba, Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war, und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten, denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wer zum Lesen kommt, vielleicht gelingt das in diesen weihnachtlichen Tagen, der weiß, dass jedes Buch ein Vorwort hat. Heute wird das Lebensbuch des Jahres 2022 aufgeschlagen, 365 Seiten noch unbeschrieben,
Aber wie ein Tagebuch wird sich dieses Lebensbuch mit deinen und meinen Situationen und Lebenserfahrungen an jedem Tag in diesem noch jungen Jahr 2022 füllen dürfen. Und das Vorwort dieses Jahres wiederum, wie jedes Jahr, Gott sei Dank, ist der Herr. Denn der Beginn des neuen Jahres fällt mitten in die Zeit der Weihnacht. Heute ist euch der Retter geboren. Und wie die Weihnachtsbotschaft in das Leben der Menschen, zuerst der Hirten, liebevoll von Gott her eingebrochen ist, so befinden wir uns inmitten der Weihnachtsbotschaft, die uns zugesagt wird und bleibt. Heute ist euch der Retter geboren. Und dieser Gott, der sich in die Zeit dieser Welt hineingebären ließ, in Jesus, er hat sich dem Wechsel der Zeit unterworfen. Und er hat und tut es immer noch in unsere Zeit, die oft so schnell vergeht, seine Ewigkeit legt er hinein. Ewigkeit, Grenzenlosigkeit hinein in dein und mein Leben. Und da wir ihn empfangen dürfen, wenn wir es ihm erlauben, schreibt er mit an den Lebensseiten in unseren Lebensbüchern jeden Tag neu. Und das ist nicht nur dann der Buchstabe, den Gott schreiben will, die Wörter, sondern er, der das Fleisch gewordene Wort ist, will unser Leben mit Substanz erfüllen. Unser Denken, unser Reden, unser Tun, unser Wirken. So lasst uns das Wort Gottes, Jesus, hineinnehmen in dieses neue Jahr 2022, wie es Maria tat, die von Gott angesprochene: Du sollst Jesus zur Welt bringen, du sollst dem Sohn Gottes, den du gebären wirst, den Namen Jesus Gott rettet geben. Und diesem Wort, das nicht so dahergesprochen ist, nicht so einfach mal hineingeschrieben, weil ja Papier bekanntlich geduldig ist, sondern Fleisch geworden, in dich und mich jetzt dann, wenn wir es zulassen können, hineingelegt, damit er durch dich lebt, damit du durch ihn leben kannst, damit er durch dich handeln kann und damit du durch ihn handeln kannst, dass er deine Gedanken prägen und begleiten kann und deine Worte.
und dass du seine Worte im Mund führen und aussprechen und bezeugen darfst und er dich also begleiten will, der Immanuel, der Gott mit uns. Trauen wir diesem fleischgewordenen Wort Jesus als dem Vorwort auf den Seiten unseres noch sehr großen Teils unbeschriebenen Lebensbuches 2022 und schreiben wir mit ihm das Evangelium, die frohe Botschaft unseres Lebens und Alltags, unserer Lebenserfahrungen mit unserem menschgewordenen Gott. Und so da dürfen wir Sie einladen, dass wir der Gottesmutter, die Jesus Fleisch werden lassen durfte, dieses neue Jahr mit allem, was es bringen mag, dass wir es ihm anempfehlen. Maria, Stern der frohen Botschaft, du hast das Wort Gottes als Erste bereitwillig aufgenommen und Ja dazu gesagt, dass es zur Welt kommen konnte. Mach uns zu aufmerksamen Hörerinnen und Hörern des Wortes und zu mutigen Zeuginnen und Zeugen Jesu, deines Sohnes, des einzigen Lehrers und Retters der Welt. Dir, Mutter der göttlichen Liebe, vertrauen wir das pilgernde Gottesvolk von Augsburg an, mit seinen Möglichkeiten und Problemen, mit seinen Freuden, Ängsten und Hoffnungen. Wir empfehlen dir die Familien, die Kranken, die Alten, die Alleinstehenden. In deine guten Hände betten wir die Erwartungen und Wünsche der Jugendlichen. Vor allem legen wir dir das Anliegen ans Herz, dass sich durch deine Fürsprache die Zahl der Arbeiter im Weinberg des Herrn mehre. Mögen die jungen Menschen die Berufung zum Priester und für ein Leben nach den evangelischen Riten, deren die Welt so dringend bedarf, in ihrer Schönheit neu schätzen lernen. O Maria, sprich mit deinem Sohn, sprich mit ihm über unser schwieriges Heute. Stelle uns Jesus Christus vor, den wir einladen als Begleiter auf dem Weg, den wir gemeinsam gehen wollen, damit das Evangelium in unserer Heimat eine Zukunft hat. Diese Zukunft beginnt jetzt. Hilf uns, dass wir uns heute für Christus entscheiden. Bewahre uns davor, Schaden zu nehmen an Seele und Leib. O Mutter der Kirche von Augsburg, hilf uns mit der frohen Botschaft im Herzen, das Schwierige heute zu bestehen, damit wir miteinander das Ziel erreichen, das dein Sohn selber ist. Der starke Gott, Friedensfürst und Heiland der Seele. Amen.
Gemeinsam bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, gesetzt zum Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wiederkommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Am Beginn des neuen Jahres lasst uns dankbar zurückblicken und mit Zuversicht nach vorn. Unser Leben und die ganze Welt sind in Gottes Hand. Ihm vertrauen wir uns und alle Menschen an. Wir vertrauen dir die Menschen an, im Jemen, in Afghanistan, im Sudan und in Belarus. Und wo sonst auf der Welt Krieg, Terror und Gewalt herrschen. Mit ihnen hoffen wir auf Frieden und Gerechtigkeit. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Menschen, die heute auf der Flucht sind. Wir bitten für die Menschen in den Katastrophengebieten, die im vergangenen Jahr Überflutungen oder Stürme, Vulkanausbrüche, Erdbeben oder Dürre erlitten haben. Und für alle, die Menschen in Not helfen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir vertrauen dir erkrankte Menschen an, die akut und die chronisch Kranken, lebensbedrohlich Erkrankte und auch alle, die in Krankenhäusern und Intensivstationen, in Heimen und Pflegediensten, Praxen und Laboren für sie und uns im Einsatz sind. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die von den Folgen der Corona-Pandemie besonders betroffen sind, wirtschaftlich oder seelisch belastet, ängstlich angesichts unerwarteter Entwicklungen oder genervt über die angeordneten Maßnahmen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir vertrauen dir alle Menschen an, die sich kümmern und einsetzen und ehrenamtlich engagieren, in Familie und Nachbarschaft, in Initiativen und Vereinen, in Gemeinden und Verbänden. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Im vergangenen Jahr haben viele Menschen ihr irdisches Leben in Gottes Hand zurückgegeben. Wir beten für die Verstorbenen unserer Gemeinden und für alle, die um einen lieben Menschen trauern. Wir beten auch für die Opfer von Gewalt und Katastrophen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unsere Hoffnung. Du schenkst Zuversicht, wenn wir zweifeln. Du kannst vollenden, was wir beginnen. Wir danken dir und bitten um deine Nähe und deinen Segen. Heute und morgen für das neue Jahr und bis in deine Ewigkeit. Amen. Thank you.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr, der dein Opfer an, aus deinen Händen, zum Lob und zum Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze Weihung. Barmherziger Gott, von dir kommt alles Gute, und du führst es zum Ziel. Wir danken dir für den Anfang des Heiles, das du uns in der Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria eröffnet hast. Höre auf ihre Fürsprache und führe uns in diesem Jahr näher zu dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Ihr hebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, für die Erwählung der seligen Jungfrau Maria zu danken und mit dir das Werk deiner Gnade zu rühmen. Du hast an der ganzen Schöpfung Großes getan und allen Menschen Barmherzigkeit erwiesen. Denn du hast geschaut auf die Niedrigkeit deiner Macht und durch sie der Welt den Heiland geschenkt, deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir es und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag, an dem Maria in unverzerrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich, allmächtiger Gott.
Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut die zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, die wir hier als unsere liebe Frau vom Lechfeld ehren, dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, heiligen Franziskus, der heiligen Crescentia mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe, deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Bertram, die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester, Diakone, Ordensleute, Familien, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde
führe zu dir auch all deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder, aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Dieser Feier beten wir für alle Verstorbenen, die wir im Herzen tragen, zu unseren Familien, zu unseren Pfarrgemeinden. Wir beten für Konrad Hecher, für die verstorbenen Angehörigen von Pater Thomas, für alle Kinder, die das Licht der Welt nicht erblicken konnten, für alle armen Seelen. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit, mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse unser allmächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Ewigkeit. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche, und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Es gibt ein anderes Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Seh das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinen Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, am Fest der seligen Jungfrau Maria, die wir als Mutter deines Sohnes und Mutter der Kirche bekennen, haben wir voll Freude das heilige Sakrament empfangen. Lass Jesus seine Hilfe sein, die uns zum ewigen Leben führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Bevor unser Gottesdienst zu Ende geht, bitte ich jetzt einfach mal, liebe Frau Welz, können Sie mal nach unten kommen? Unsere Organistin, die heute Orgel gespielt hat. Fürchte dich nicht. Ja, liebe Schwestern und Brüder, es ist so, dass wir normalerweise in den ersten Tagen des Januar zusammen mit der Kommune einen Neujahrsempfang in unserem Pfarrsaal ausrichten, was natürlich jetzt in diesen Zeiten einfach nicht möglich ist. Und da ist es guter Brauch, dass wir Menschen, die tätig sind in unserer Pfarrgemeinde, auch vorstellen und auch ehren. Und die Josephine Welz, jetzt muss man ein bisschen schauen, jawohl, wunderbar, ganz lieben Dank. Wir haben nämlich in unserem Pfarrsaal ja auch immer die Zizilienfeier. Komm zurück rauf, fürchte dich nicht. Das Durst, gell? Ja, genau. Und Zizilienfeier heißt, dass der Kirchenchor sich immer wieder trifft und einmal im Jahr auch beieinander ist und Ehrungen vornimmt, weil ganz viele Mitglieder 25 Jahre, 30, 40, 50, sogar 60 Jahre Mitglied des Kirchenchors sind. Und die Josephine Welz, die konnte im vergangenen Jahr, wir haben es Ende Oktober gehabt, leider nicht dabei sein, und sie sitzt insgesamt, ihre erste Liebe ist Schwabhausen, wo sie auch daheim ist, 60 Jahre an der Orgel. Als 16-jähriges Mädel hat sie angefangen, und ich habe den Zeitungsbericht gerade vorher noch angeschaut, und da hat sie gesagt, ja, am Anfang war das halt mit Pedal und was man da so alles hat, gar nicht so einfach, und dann ist sie ans Leopold-Mozart-Konservatorium gegangen und hat die Ausbildung, das Studium da gemacht, und seitdem ist sie in Schwabhausen tätig, aber eben auch schon über 30 Jahre bei uns in Kloster Lechfeld. Genau wie viel wissen Sie das? 31, 32, ich habe es gar nicht nachgezählt. Seit 89. Seit 1989. Schau, und wir wollen, weil es einfach letztes Jahr nicht gescheit hingehaut hat, Ihnen ganz herzlich danken, vergelt's Gott sagen. Und eigentlich hat auch der Pater Stefan Kling eine Urkunde geschrieben, nur die haben das nicht gecheckt, dass das 60 Jahre sind und der Sechser ist nicht angegangen, jetzt steht da bloß ein Null. Und das stimmt natürlich hinten und vorne nicht. Und das werden wir noch berichtigen, und dann bekommen Sie natürlich auch eine Urkunde. Aber, liebe Frau Welz, ganz, ganz herzlich vergelt's uns. Als Begleiterin von unserem Kirchenchor an der Orgel und am E-Piano und an der Orgel von Maria Hilf. Und ihre Finger und Füße mögen noch lange fit bleiben, dass sie zusammen mit der Elisabeth Liedl
ihren Dienst tun können, den sie wunderbar machen. Ganz herzlich vergelt's Gott. Ich bedanke mich. Vielen Dank, das war jetzt eine Überraschung. Vielen Dank. Und ich glaube, da kann man Applaus geben. Gell? Vielen Dank. Jetzt im Anschluss dürfen wir ganz locker, man muss ja aufpassen, haltet Abstand, aber wer mag, der darf gerne noch an den Franziskanerplatz jetzt im Anschluss kommen und dann lasst uns noch mit 1,5 Abstand gerne auf das neue Jahr anstoßen. Und jetzt dankbar dem Pater Thomas, jetzt musst du im Segen ein bisschen warten, bis die Frau Welz oben ist und wir wünschen Ihnen von Herzen ein frohes, gesegnetes, gnadenreiches, friedvolles und vor allem gesundes neues Jahr 2022. Der Herr sei mit euch. Gott, unser Vater, der Quell und Ursprung alles Guten, gewähre euch seinen Segen und erhalte euch im neuen Jahr und versehe dann Leib und Seele. Amen. Er bewahre euch im rechten Glauben und in unerschütterlicher Hoffnung und in der Geduld unbeirrbarer Liebe. Eure Tage ordne er in seinem Frieden, eure Bitte erhöre er heute und immer da. Am Ende eurer Jahre schenke er euch das ewige Leben. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.